Na gut, wir trainieren mal. Und zwar Sinus oder Cosinus, Tangens, Cotangens im rechtwinkligen Dreieck. Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck. Seite A, B, C. Hier ist der rechte Winkel. Die allgemeinen Formeln lauten ja, der Sinus eines Winkels ist die Gegenkathete durch Hypotenuse, Tangens eines Winkels, Gegenkathete durch Ankathete, Cosinus, Ankathete durch Hypotenuse und Cotangens ist dann die Ankathete durch die Gegenkathete. So. Und das wenden wir jetzt aber konkret auf dieses Dreieck an. Also bezogen auf den Winkel Alpha hier, ist die Seite A was? Na, was ist es? Sie liegt gegenüber, also ist die Gegenkathete. Wir können das kurz hinschreiben, GK. Bezogen auf den Winkel Alpha, wieder der hier, ist diese Seite was? Na, weil sie am Winkel anliegt, ist es die Ankathete. Was ist Seite 10? Also sowieso die Hypotenuse, ne, die liegt dem rechten Winkel gegenüber. Das kennen wir schon vom Pythagoras. Gut. Bezogen auf den Winkel Beta ist Seite A was? Beta ist hier. A liegt gegenüber. Ist Seite A was? Also nochmal. Ist Seite A auf den Winkel Beta? Seite A liegt an, also ist es die Ankathete. Bezogen auf diesen Winkel Beta ist die Seite B was? B liegt gegenüber. Und jetzt haben wir sie Gegenkathete. Schreibe die konkrete Formel zur Berechnung von Alpha mittels Sinus auf. Also über den Sinus werden wir dann Alpha rückwärts bestimmen. Aber jetzt brauchen wir erstmal die konkrete Formel. Alpha, diesen Winkel. Wenn ich sage, auf diesen Winkel bezogen mit Sinus, dann muss ich nämlich die Gegenkathete verwenden durch die Hypotenuse. Also schreibe ich jetzt ganz konkret, aber in Seiten Sinus Alpha. Oh, das habe ich geschmiert, das Alpha, das ist nicht schön. Sinus Alpha ist also, und jetzt schön mit Bruchstrich, die Gegenkathete heißt gegenüberliegend A und die Hypotenuse heißt C. Schreibe die konkrete Formel zur Berechnung von Alpha mittels Cosinus auf. Naja, jetzt gucken wir, Cosinus steht hier, A, das ist die Ankathete durch die Hypotenuse. Also schreiben wir Cosinus Alpha ist Ankathete, ne, liegt dran, B, durch die Hypotenuse, die heißt C. Hier haben wir die Seitenbezeichnung, die konkreten. So gut. Schreibe die konkrete Formel zur Berechnung von Beta mittels Kotangens auf. Beta. Und jetzt Kotangens. Jetzt müssen wir gucken. Kotangens, der heißt der Ankathete durch Gegenkathete. Beta, da liegt die Ankathete da. Also schreiben wir Kotangens Beta. Donnerwetter, habe ich was vergessen? Ich habe eine. Halt, stopp, Moment. Ich habe Frage 8 vergessen. Schreibe die konkrete Formel zur Berechnung von Alpha mittels Tangens auf. Also Alpha und dann Tangens. Jetzt suchen wir die Tangensformel, die ist hier. Gegenkathete bezogen auf Alpha gegen, damit fangen wir an. Also Tangens Alpha ist Gegenkathete, die heißt A in diesem Fall, geteilt durch, jetzt gucken wir, Ankathete. Aha, das ist die, die anliegt, durch B. Jetzt kommt. Berechnung von Beta mittels Kotangens auf. Schreiben wir schon mal Kotangens Beta. Beta ist gleich. Und jetzt gucken wir. Kotangens heißt Ankathete durch Gegenkathete. Auf Beta bezogen ist die Ankathete aber die A-Seite und gegenüber liegt die Gegenkathete. Und jetzt noch schreibe die konkrete Formel zur Berechnung von Beta mittels Cosinus auf. Also der Cosinus von Beta wird dann berechnet als, und jetzt Beta, Cosinus, hier ist er, Ankathete durch Hypotenuse. Auf Beta bezogen liegt die Seite A an und die Hypotenuse heißt C. Ich denke mal, das reicht zum Trainieren, das ist allemal gut. Gut, liebe Leute, ich wünsche euch was. Trainiert schön, so ähnlich schreiben wir Tests. Die müssen nicht mal A, B und C heißen, die können auch mal anders heißen, also irgendwie, was weiß ich. Ich habe jetzt hier zum Schluss noch links angefügt, um die ganze Sache nochmal vom erklärerischen Standpunkt her zu betrachten, also ein bisschen ausführlicher und wie man dann damit umgeht und so weiter. Also, bis dann. Tschüss, tschüss.